Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Der liebe Nekator hat uns ein Set zugeschickt. Wir werden uns das jetzt gleich mal reinziehen und ich bin mal gespannt, wie er die Sachen so ausgespielt hat. Und wir gehen erstmal ins Intro. So, auf geht's. Er startet mit Meditalis und Schlurp. Azumarill. Die Führung ist gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Und der Wechsel kommt direkt in ein Charmer. Er zieht noch zwei Charme. Okay. Der Schaden war schmerzhaft. Aber ich glaube, am Ende könnte dieser Energievorteil bei Meditalis mit den zwei Kontern schon ganz gut werden. Gucken, dass kein Charme zwischenkommt. Genau den meine ich. Ärgerlich, aber was willst du machen? Alle Bubble treffen. Schild wird auf jeden Fall kommen. Genau. Granbull hat in der Regel keine Wahl. Und ich glaube, das Ding farmt einfach runter. Ich denke, dass das Team das Teil einfach runterfarmt. Oh, doch nicht. Gut mitgezählt. Schön die Bubble mitgezählt, um dann passend einen Angriff rauszuhauen. Knirscher. Genau. Wahrscheinlich spielt Granbull mit Knirscher und Nahkampf. Also überhaupt kein Grund, aktuell auf den Nahkampf zu gehen. Nekato, du musst schilden. Der Nahkampf würde extrem wehtun. Von daher gut investierter Schild. Köder. Oh, wait, what? Hat er noch mehr Energie, dass danach noch einer kommt? Okay, dann wollte er nur auf den Charmschaden gehen und ich bin mal gespannt, was er noch hat. Keine gute Idee, hier reinzukommen, wenn ich ehrlich bin. Das Ding wird one-shotten, wenn er den durchlässt. Komm bitte, lass den. Boom! Ja, nice, Bruder. Gönn dir. Was ist hinten? Panzer-Eron, wir kennen es aus meinen Videos. Es ist gar nicht so verkehrt. Da waren die Konter, die er sich vorher geholt hat, bei Meditalis sehr wichtig. Jetzt kann er hier nämlich schön den Icy rausballern. Und in der Theorie sollte das hier schon gewonnen sein. Ne? Einfach sein Schild aufbewahren. Man macht mit Konter so viel Schaden. Theoretisch könnte man ihn durchlassen und den Rest mit Schlurp machen. Okay, er spielt es so aus. Auch interessant, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er das Ding hier eigentlich gewonnen haben sollte. Von daher schön ausgespielt. Und ohne eine Attacke zwischenzukriegen, das ist doch mal nett. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich das Schild von dem Gegner. Wie soll man es anders erwarten? Und danach macht Schlurp eigentlich den Rest. Hat fast einen Body Slam Ready. In Kombination mit Schlecker reicht er schon aus. Er versucht hier runter zu farmen, aber das haut nicht hin. Da hat der Gute sich leider ein wenig verschätzt. Meditalis kriegt zwar effektiven Schaden durch die Sofortattacken, aber hält schon ein wenig aus, ne? Wir kennen es aus meinen Matchups, das Ding. Kann schon was wegstecken. Und der erste Win ist am Start. Sehr schön gespielt. Kann man mal auf jeden Fall machen, so. Sehr gut gewesen. Und wir gucken mal direkt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was die nächsten Gegner so zu bieten haben. Selbe Team, gleiche Strategie. Und zeig mal her. Wird der Ton erstmal lauter gemacht, damit man auch alles hört. Gegner hat die gleiche Pose. Aha. Meditalis in der Führung gegen Azumarill. Miese Führung, aber mit Psychokinese auf jeden Fall machbar. Aber man hat zwei andere Antworten da hinten. Ausspielen müsste man diese Führung nicht. Denn, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin und wenn Meditalis weg ist, kann man später Schwierigkeiten gegen Boltoros und Flunschli kriegen. Ja, Schlurp kann gegen beide so ein bisschen was machen, Azumarill auch. Aber da fehlt leider die Hydropumpe. Und der Wechsel hier war gut. Jetzt mal ohne Mist, Fiaro ist jetzt nicht die beste Antwort gegen Schlurp. Mit Schlecker und Body Slam ist das Ding so spammy. Nix schilden und später den Rest mit Asu machen und das sieht sehr, sehr gut aus. So, bloß keine Attacke zwischenkriegen lassen. An sich macht der Sturzflug am meisten Sinn vom Gegner, aber du musst dennoch nicht schilden. Kannst den auch durchlassen in der Theorie und das ist nur der Köder, perfekt. Sehr schön, das sieht trotzdem noch gut aus. Schön mitzählen, der erste kam und schlecht getimed. Da hast du Züge hergeschenkt. Du hättest da nochmal vier Schlecker rauskriegen können. Das ist ärgerlich. Und zack, jetzt hat er die nächste Attacke. Das wird nochmal eine Nitro-Ladung sein. Und ja, durchlassen und gut ist. Da hast du ein paar Züge hergeschenkt. Ist aber nicht tragisch. Du hast immer noch dein Asu. Kannst jetzt runterfarmen. Und machst dann gute Sachen gegen sein Asu. So, zwei. Das wird schon ein Sturzflug sein. Den müsstest du schilden, weil sonst sieht's also ziemlich alt aus, wenn ich ehrlich bin. Zweimal gesteigert, das wäre nichts mehr geworden und das passt. Ein Blubber weg und gut ist. Das gegnerische Asu hat noch ein bisschen Energie, ne? Und was kommt rein? Cresselia. Einfach nur, weil das Teil Strauchler hat. Sehr gut.
Sieht aktuell ein bisschen stressig aus für dich, aber das sollte dennoch machbar sein. Ganz entspannt sogar, wenn ich ehrlich bin. Einfach jetzt hier die Attacke. Boah, ich bin gespannt. Schild wäre nicht schlecht, genau. Hier einfach schilden. Wobei, du hättest einen überlebt. Und Cresselia outspeedet dich, glaube ich, wenn das Match länger dauert. Aber mit Psychokinese kannst du das gegnerische also schon gut weghauen. Von daher ist das gar nicht verkehrt gewesen, hier zu schilden. Vielleicht nochmal rüber wechseln, um den Angriff abzufangen. Ist aber, glaube ich, nicht nötig. So viel Schaden kriegst du nicht. Du kriegst definitiv noch einen Knuddler raus. Aber das Matchup wirst du leider nicht gewinnen können. Ich glaube, dass der Gegner dich auch nur so weit runterbringt, dass er danach später einfach mit einem Snipe kommt und den Rest mit seinem Asu erledigt. Da musst du gleich auf jeden Fall, ja gut, wenn ich jetzt sage, da musst du gleich aufpassen, bringt ja eh nichts mehr. Und der eigene Wechsel kommt, sehr schön. Das Asu nochmal aufbewahren. So, einen Knuddler steckst du weg. Kein Thema, kennen wir. Das kennen wir, das ziehst du gut weg und das passt. Knuddler kommt, überlebst du. Theoretisch, die Psychokinese reicht dicker aus. Cresselia kriegt dich nicht runtergefarmt und mit Konter und Icy hast du gleich die Möglichkeit, das Teil rauszuhauen. Gut gespielt. Gut gespielt, Cresselia macht mit seinen Sofortattacken nicht viel. Da muss schon die Ladeattacke kommen und bis das Teil die Ladeattacke hat, bist du, glaube ich, beim Icy und das war's dann. Du setzt ein, also der Gegner setzt ein und du machst deinen Rest mit Blubber und also regelt das komplett sauber. Mit deinem schönen XL-Team hier. Und das wird nichts mehr. Sehr schön ausgespielt. Den Strauchler steckst du, glaube ich, sogar noch weg und danach müssten zwei Blubber ausreichen. Ich hoffe es zumindest. Täusch mich jetzt nicht, XL-Asu. Und? No way. No way, what? Krass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Gegner mit einem KP überlebt. Oh, hat er gut gespielt. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das XL-Asu den noch ein bisschen besser wegsteckt. Schade. Sehr, sehr knappes Match, aber schön, das hier im Video zu sehen. Das bringt mich dann auf die Idee, ob ich überhaupt mein anderes Asu hochziehen möchte. Denn ich habe, glaube ich, einen Rang 25er Asu. Das müsste ich dann auch auf 46 oder 47 pushen. XL habe ich auch schon fast genug am Start durch die ganzen Events, die wir mit Meryl und alles hatten. Von daher sieht das da gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich brauche so 220 XL. Die habe ich durch die ganzen Events und dann passt das eigentlich. Ich war am Überlegen, ob ich das mache, dass ich dann bei dem einen Asu das eine Moveset so habe und bei dem anderen so. Denn ihr kennt alle mein TM-Problem. Und wir haben hier extrem lange Wartezeiten. Das soll mich beim Commentary aber nicht stören, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eh irgendwas zu quasseln. Von daher auch gar kein Thema, das hier rauszuschneiden. Dann wäre ich mitten im Satz und das wäre auch dumm. Okay, Bombenführung, kennen wir. Haben wir schon letztens gesehen. Okay, Nidoqueen. Nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, ich würde auf den Ice-Heap gehen. Du brauchst an sich nichts schilden, nichts wird dich one-shotten. Ice-Heap Köder und gut ist, Nidoqueen muss eigentlich alles fürchten von dir. Ja, und danach würde ich schnurstracks in Schlurp rüber, wenn ich ehrlich bin. Denn Schlurp hat überhaupt keinen Bock auf Barrikadax. Attacke raushauen und den Schlurp. Come on. Nicht? Okay, interessant. Du weißt, dass du schneller bist. Oh, doch nicht. Ja, ein Schild musst du drücken. Und jetzt wird's tricky. Der Gegner kann nicht runterfarmen. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Danach sollte ein aggressiver Wechsel rauskommen. Nun, du hast jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen. Barry könnte danach schon wieder reinkommen. Von daher tricky. Asu? Ja, Asu brauchst du nämlich auch noch. Jetzt kommt der Play des Jahres. Der schwächt dich ab, damit er dich, soweit es geht, mit Barry runterfarmen kann. Das wird witzig jetzt. Das wird ziemlich witzig. Zack, Barry kommt. Die Konter machen jetzt noch mehr. Deine Sofortattacken machen gar nichts. Barry ist schon ziemlich bulky. Da macht der Body Slam auch nicht die Welt. Und das Teil holt sich jetzt massenhaft Energie und wir müssen eigentlich nur beten, dass das kein Mülltreffer hat. Ansonsten sagt Asu auch Bye-Bye. So, er setzt ein. Das, was er machen würde, ist eh der Night Slash. Kreuzhieb macht überhaupt keinen Sinn in der Stelle. Denn er will auch nach dem Boost fischen. Er lädt nicht mal auf. Ja, er lädt nicht mal auf. Gar nicht nötig. Boah, die Abschwächung mit Nidoqueen in Kombination mit den Kontern und deiner nicht effektiven Sofortattacke
ist die übelste Farmsituation für das Pokémon hier. Der musste einsetzen, weil er schon auf 100 Energie war, dass ich gedacht, komm, ich gehe auf den Boost, lad nicht auf. Ah, okay, ich verstehe dein Play. Du hast hier versucht, nicht effektiven Nachthieb abzufangen, weil du dir gedacht hast, boah, der Gegner ist jetzt bestimmt ein Bitteschild im Mülltreffer. Zeig mal her. Wichtiger Schild. Jetzt kannst du runterfahren. Er wird in der Theorie nicht noch einen schaffen. Oh, guter Wechsel. Schöner Wechsel, nochmal zwei Attacken geholt. Du schaffst den Icy Pilz vorher, weil du die Attacke zwischengekriegt hast, und für das nächste Pokémon bist du kaum Farmmaterial. Netter Wechsel. Der kam gut. Der kam richtig gut. So, das Ding ist weg. Irgendein Pokémon kriegt eine Sofortattacke raus. Wahrscheinlich sehen wir jetzt nicht Barry wieder. Ich könnte mit euch wetten, der Gegner versucht später mit Barry Kardax nochmal einen Move abzufangen. Okay, einmal, war das Blubber oder war das Hex? Zwei Blubber, drei, vier Blubber hat er. Ja, du musst einsetzen, bevor er dich abschwächt. Aber in der Regel spielt ein Apokalyp, das Blubber hat, nicht noch Blubstrahl. So, 5, 6, 7. Okay, er hat ein Spukball plus 2. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Und ich hoffe, dass er es nicht schafft, eine Attacke abzufangen. Barry ist nur noch dafür zu gebrauchen. Du musst overfarmen. Nicht direkt beim Knuddler einsetzen. Nicht einsetzen. Genau das meine ich. Perfekt gespielt. Sauber. Das war das Wichtigste, was du machen konntest. Sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt. So, du überlebst den. Und durch die nicht effektiven Attacken vom Gegner solltest du dennoch in der Lage sein, vor ihm noch zu einer Attacke zu kommen. Oder haut dich das weg? Haut ihm jetzt der Knuddler weg? Oh, das wird tricky. Du warst, glaube ich, schon bei 100 Energie. Ich hoffe, dass du schaffst, den rauszuhauen. Nein, kommst du noch zu einem Move vor ihm? Du hattest eigentlich genug Energie. Hoffentlich reicht er aus. Du hattest den Knuddler auch ready, aber ich denke, dass das ausreichen sollte. Und wenn nicht, wäre das wieder ein ekelhaft knapper Cup. Ah. Puh, okay, GG. Glückwunsch, ja, geile Sache. Wurde noch ziemlich knapp, ne? Das wurde noch ziemlich knapp. Das war ja zu erwarten, dass Barry Kardax einfach nur noch ein Schild ist. Hat schön mitgezählt. Jetzt hat der Gegner einen Knuddler. Ich lasse ihn noch einmal mehr einsetzen. Und dann wechsle ich raus und er wird das nicht vermuten, aber doch, hat er. Gibt's nicht. Hier wird nichts abgefangen, keine Chance. Machst du nicht, willst du nicht, kannst du nicht, darfst du nicht, weg mit dir. Irgendwie ähnelt dein Team so ein bisschen mein Team. In einer anderen Konstellation. Und anstatt mit Volnona, mit Asu. Aber der gleiche Sinn dahinter, einfach ein Feen-Pokémon zu haben. Ja, gefällt mir dein Team. Okay. Die Führung ist nicht optimal, aber ein Icy würde schon schmerzen. So, guck mal, jetzt kriegst du noch ein. Du kriegst noch ein Konter raus. Du willst da noch ein bisschen was rauskriegen können. Jetzt hast du wieder ein paar Züge hergeschenkt. Das war taktisch nicht wieder so gut. Und wenn. Okay. Der Gegner overfarmt. Das wird ein Sturzflug sein. Höchstwahrscheinlich wird er dich sturzflugen und rausgehen. Macht keinen Sinn, in diesem Matchup zu bleiben. Wait, what? Er spielt komisch. Dann hat er wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt nicht die krasse Antwort. Aber er hat sich nochmal fast eine Attacke gesaved. Entweder hat er die Nitro-Ladung ready oder da fehlt noch einmal ein Aschern. Aber das sieht gut aus hier. Der Gegner wird ihn nicht schaffen, mit einem Steinhagel das Schlurp zu besiegen. Da muss das Erdbeben kommen. Und sobald das Erdbeben kommt, kommt Meditalis und holt sich auf jeden Fall ein Icy. Sieht gut aus. Zack, Meditalis holt sich jetzt Energie bis übermorgen. Braucht in der Theorie auch kein Erdbebenschilden. Kennbar aus meinen Matchups. Ich bin mal gespannt, ob Nekator hier. Oh, er setzt sogar ein. Okay, du willst also so viel Energie, wie es geht, auf deinem Pokémon behalten. Boah. Jetzt ein Wechsel direkt in Asu, um die Nitro-Ladung abzufangen, wäre auch witzig. Okay, keine Chance. Er könnte aber auch von der Energie her, glaube ich, einen Sturzflug haben. Von daher ist hier ein Schild Pflicht. Und wofür entscheidet der Gegner sich? Die Nitro-Ladung. Man kennt ihn. Der immer Ködernde. Da ist er. So, eins. Und was holst du? Quaxo. Eigentlich ziemlich uncool in der Situation, wenn das Teil hinter zwei Schilden steht. Aber das spammige Pokémon bringt nicht allzu viel gegen ein Asu und vor allen Dingen nicht, wenn man die Psychokinese rauskriegt. So, aber lass dich hier ruhig drauf gehen. Der Catch ist am Start. Geil, gut gespielt.
Sehr schöner Spielzug auf jeden Fall, sich das Pokémon nochmal aufzubewahren, das fast ein Icy Birdie hat, war wichtig, um hier die nicht effektive Attacke abzufangen. Sauber. Jetzt gleich sollte eigentlich nur noch das Erdbeben kommen, ne? Und ich glaube, das Erdbeben tut nicht so weh wie ein Sturzflug. Und die Gefahr, dass er ködert, ist viel zu groß. Ja, genau, das kann man durchlassen. Und einfach runterfarmen. Und das Fiaro, wenn ich ehrlich bin. Interessanter Play. Entweder den garantierten Schild oder das Pokémon ist raus. Fiaro kannst du an der Stelle schon runterfarmen. Und der Schild kommt. Okay. Zack, du holst zum Blubber aus. Das heißt, wenn er ködert, kommt nicht mehr. Aber ein Erdbeben würde dich schon fast rausnehmen. Oh, guter Schild. Sehr schöner Schild. Und er hat sich draufgehen lassen. Ja, du kannst in der Theorie, genau, hast zwar nochmal einen Zug hergeschenkt, weil du noch einen Blubber rausgekriegt hast, aber das stört an der Situation hier nicht. Er wird schilden, nimmt dich gleich raus und du kommst mit dem Icy. Von daher alles easy. Der direkte Wechsel kommt. Und zack, er gibt auf. Sehr schön. Schön gespielt auf jeden Fall. Die Sofortattacken waren nicht immer optimal getimed, aber hat am Endergebnis jetzt ja auch nichts mehr geändert. Gut gespielt. Sauber. Viele Fiaros in dem Set, ne? Ich sehe kaum welche. Ich habe echt kaum welche am Start. Vielleicht bin ich von den Punkten noch nicht so hoch. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Nidoqueen-Video habe ich nur das Set gespielt. Ich lasse das gerade sehr entspannt angehen wieder. Ich habe gar keine Lust, mich da zu stressen. Gute Führung. Sehr gute Führung. Er wird rauswechseln. Und du musst am Start sein. Okay. Das Pokémon kann deinem ganzen Team schmerzen, wenn ich ehrlich bin. Die Laubklinge in Krypto drückt dir hier massiven Schaden. Der Nahkampf bei deinem Schlurp drückt extrem Schaden. Und die Laubklinge. Heftig. Die Laubklinge bei Asu drückt auch extrem Schaden. Von daher ist das schon tricky, das Pokémon. Und der Verteidigungsdrop? Du hast aber noch zwei gute Antworten. Hier kannst du schon mitzählen. Er hat keinen Nahkampf. Das sollte in der Theorie, glaube ich, nur ein Nahkampf. Genau. Moin, Meister. Er hat keinen Nahkampf. Das sollte nur ein Nahkampf sein. Ist das überhaupt der Nahkampf? Oh! Ich habe mich verzählt. Crazy. Okay. Guter Schild auf jeden Fall. Ich bin auch schon wieder der Boss, ne? Er hat keinen Nahkampf. Das sollte nur ein Nahkampf sein. Ja, moin, Meister. Gönn dir. So. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was reinkam, weil ich so am Quatschen war. Wahrscheinlich das Flunschlick, sonst würde er nicht auf die Attacke gehen. Ja, genau. Du kannst jetzt hier erstmal zwei Erdbeben wegstecken und gut Druck aufbauen. Und wenn den Gegner das wert ist, seinen Schlurp nochmal am Leben zu erhalten, ist das für ihn ein großer Fehler, weil danach kommt Asu rein. Ich bin mal gespannt, ob er die nächste Blattgeißel durchlässt und welches Team er kombiniert. Er hat vielleicht hinten noch ein Hypno. Einfach nur wegen zweimal Konfusion oder irgendwie ein Charmer, um die Schwächen von Flunschlick, die Kampfschwäche, aufzufangen. Und ja. Okay, du fängst hier den Steinhagel ab. Interessanter Spielzug. Du wolltest dich auch nicht runterfarmen lassen, aber im Endeffekt hast du nur die Attacke gecatcht. Was kommt rein? Autsch. Autsch. Ja. Das schmerzt ein bisschen. Das schmerzt ein bisschen. Du hast, glaube ich, auf den anderen Pokémon nicht mehr genug Energie, um da großartig Action zu machen. Und ich glaube, in der Situation, ein Schild lohnt sich hier wahrscheinlich nicht. Er outspeedet dich. Okay. Würde ich trotzdem outspeeden und das bringt ja, genau, ich wollte gerade sagen, und weg bist du. Da kannst du leider nicht mal viel machen. Und ich weiß nicht, ob dir das was gebracht hätte, gegen Galakladi einfach nur den Eishieb zu drücken. Das Teil hält in der Superliga nichts aus. Und gerade als Krypto nicht. Und würde auch dadurch neutralen Schaden kriegen. Und du hättest jetzt Energie gehabt, um vorher hier auf den Eishieb zu kommen. Ja, man kann nicht jeden Kampf gewinnen, ne? Das ist leider wahr, aber was willst du dran ändern? Und das war's dann auch für dieses Video. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir gucken uns den Rest hier nochmal an. Aber das können wir knicken. Wir haben hier wieder jemanden, der mir ein Set geschickt hat, ohne die Belohnung am Ende. Und ja, haut rein und ciao.